Willkommen zurück bei Klemmbautechnik. Mein Name ist Renate und mir gegenüber sitzt Andreas. Ja, ich bin auch mit dabei. Hallo. Wie immer zum Kameramann verdonnert. Heute kommen wir zum zweiten Teil unserer Feuerwehr von Reobrix mit der Nummer 22008 mit 2888 Teilen. Wir sind jetzt im Bauabschnitt 3 in etwa bei der Hälfte. Ja, genau. Wir haben ja 4 Bauabschnitte, A, B, C, D. C haben wir die Hälfte. Ja, was haben wir gemacht? Ein wenig ist passiert. Und zwar ging das los mit der Wasserkanone. Wir haben hier oben die Wasserkanone raufgesetzt. Hier drinnen läuft der Schlauch. Das kann man jetzt natürlich nicht mehr sehen. Der kommt dann hier unten raus. Der wird hier durchgeführt. Kommt hier unten raus. Die Wasserkanone kann man mit dem Motor rauf und runter fahren, also den Winkel verstellen. Da unten sitzt ein kleiner Aktuator. Da kann man den sehen. Und dann ist der Schlauch nach hinten gegangen. Hier hinten haben wir einen Wassertank eingebaut. 75 Milliliter. Wir haben das vorhin auch schon mal einmal ganz kurz angetestet. Es kommt also Wasser. Wie viel und wie doll, lassen wir nachher auf der Probefahrt sehen. Ganz am Schluss des Videos. Ja, dann haben wir auch das Rätsel mittlerweile gelöst, was diese Konstruktion hier sein soll. Das ist ganz einfach eine Sicherung für den Akku. Und zwar ist hier hinten ein kleines Drehrad dran gekommen. Ups. Wenn ich da jetzt dran drehe, dann geht die Sicherung nach oben und gibt, sorry, den Akku habe ich gesagt, den Wassertank meine ich natürlich, gibt den Wassertank frei und dann kann ich den Wassertank hier rausnehmen. Mit einer Hand ist natürlich ein bisschen schlecht, aber wenn man lang genug dran rumfummelt, kriegt man ihn rausgezottelt. Den Gummipropfen raus, Wasser rein, Tank wieder rein, sichern und weiter geht's. Ja, Kabel verlegt, das hat hier eine kleine Verlängerung bekommen, weil ich ja ein bisschen lose haben muss, um das mit dem Tank hier rauszuziehen. Das sieht aber alles sehr gut aus. Ja, dann haben wir die ganze Geschichte an den Akku angeschlossen, die ganzen Motoren. Haben das auch einmal alles ganz kurz durchgetestet, funktioniert. Ausführlichen Test machen wir dann, wie gesagt, während der Probefahrt. Das Kabelmanagement, ja, beschrieben war gar nichts, aber es war eigentlich recht logisch alles, wo das hin sollte und wo man ein bisschen aufpassen muss. Was ist hier unten? Da läuft auf der einen Seite eine Schnecke, auf der anderen Seite ein Zahnrad. Deshalb haben wir mit einer Kabelschelle, mal sehen, ob man die sehen kann. Genau, mit so einer schwarzen Kabelschelle, hier haben wir das zusammengebunden, schön in der Mitte gesichert, damit das nirgendwo am Zahnrad oder an der Schnecke schabt. Hier haben wir das gleiche gemacht, kleine Kabelschelle rum. Gut, da ist so weit, da kommt auch nichts weiter hin. Ich habe das schon mal ein bisschen in der Anleitung geblättert. Und da kommt nichts weiter hin, also das kann man so lassen. Das wird ja nachher zugebaut, das sieht man alles nicht. Den Akku selber, der hat eine schöne Halterung bekommen, die kann man hochziehen. Man kann das ganze Teil so rausnehmen. Man braucht man aber nicht. Man kommt hier wunderbar von oben, hier kommt ja eine Klappe rauf. Nachher zum Laden ran. Man kommt an die Stecker ran. Alles wunderbar. Ja, bis jetzt sind wir auch sehr zufrieden. Klemmkraft war bis jetzt sehr gut. Es hat alles gestimmt. Es waren keine Fehler in der Anleitung zu finden. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter und wenn was Besonderes ist, melden wir uns zwischendurch und sonst melden wir uns, wenn wir den Bauabschnitt C fertig haben. Okay, dann bis später. Ja, da sind wir wieder. Der Bauabschnitt C ist erledigt. Alles verbaut aus den Tüten mit der Nummer C.
Und was haben wir gemacht? Wir haben den Aufbau auf dieser Seite gemacht. Das Dach. Auf der anderen Seite ist noch nichts. Und hier, wo der Wassertank ist, hier hat er eine kleine Tür gekriegt, dass man den Wassertank rausnehmen kann. Das ist alles noch ein bisschen instabil, weil auf der anderen Seite noch nichts ist. Da kann man den jetzt einfach so rausziehen. Dann kann man den Wassertank wieder befüllen, wieder reinschieben. Das hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Ja, sonst ist nicht viel weiter passiert. Hier ist schon ein bisschen Verstärkung rangekommen. Da geht das nachher mit Rot weiter. Bis jetzt ist auch noch soweit alles okay. Hier ist so ein bisschen Verzierung gekommen. Ein kleiner Hammer wurde da angebaut. Und ja, was vielleicht nochmal ganz interessant ist, das simulierte Rolltor hier. Wir kennen das ja normalerweise aus den kleinen Zahnstangen hier. Das wird dann geklickt und geklickt und geklickt. Haben sie anders gemacht. Und zwar haben sie diese genommen. Das ist dann ein paar Stück nebeneinander legen, Kreuzstangen durchschieben. Ja, wesentlich schneller, wesentlich einfacher. Gut, dann machen wir uns an den Bauabschnitt D und melden uns zurück, sobald es was Interessantes gibt. So, da steht unsere Feuerwehr. Wir sind fertig. Bauabschnitt D ist Geschichte. Die Feuerwehr ist komplett fertig. Ja, was ist noch dazu gekommen? Willst du uns das mal ein bisschen zeigen, Renate, was wir noch alles so gemacht haben? Wir haben hier die vordere Seitenverkleidung gemacht. Bisschen Verzierung, Materialien angedeutet. Dann haben wir hier oben noch, ja, Geräte. Boah, das sind Gerätschaften von der Feuerwehr. Schläuche, Schlauchhalter. Wir waren beide nicht bei der Feuerwehr. Höchstens mal auf dem Feuerwehrball, aber das zählt, glaube ich, nicht. Und die Reifen. Ja, die Räder sind draufgekommen. Dann haben wir diese funktionierenden kleinen Jalousien, diese Klappen, die man so aufklappen kann. Da können wir nochmal den Wassertank sehen. Zur anderen Seite können wir selbstverständlich auch aufklappen. Genau, wir können ihn auch einmal umdrehen. Da ist der Wassertank da drin, da können wir ihn rausnehmen. Hier oben ist ja eine Sicherung, mit der wir... Ah, das kann man nicht sehen, nein, das ist schlecht. Mit der wir den, das ist so eine kleine Sperre, die den Wassertank runterdrückt. Dann haben wir ihn von hinten noch ein bisschen mit dem Sticker aufgehübscht. Von vorne hat er auch noch einen kleinen Sticker bekommen. Das sind aber Sticker aus unserem Bestand gewesen. Wir haben den Stickerbogen nicht angefasst, weil wir werden das Modell wahrscheinlich nicht behalten. Wir haben schon zwei Feuerwehren stehen und dann kann der neue Besitzer von der Feuerwehr sich den neu aufbauen und dann die Sticker benutzen oder auch nicht. Ja, ich würde jetzt sagen, der Funktionstest fehlt noch. Mittlerweile ist es dunkel geworden und wir werden das auf morgen verschieben. Das heißt, wir werden morgen mit dem guten Stück mal rausgehen. Hoffentlich haben wir gutes Wetter. Und dann haben wir uns so gedacht, was wäre denn jetzt mal so ein richtiges kleines Highlight? Was meinst du mit kleines Highlight? Ach so, Feuer löschen. Feuer! Ja, wir machen ein Feuer! Und dann wollen wir doch mal sehen, ob das Teil auch löschen kann. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut und morgen früh geht das dann weiter. Dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Bei Feuermarsch. Nee, Wassermarsch. Wassermarsch. Es brennt.
Und es wird tatsächlich gelöscht. Ich habe zu viel Anzünder genommen. Aber sie hält schön lange durch. Jetzt durch den Wind ballert das wieder hoch. Ja. Aus. Nee, jetzt fast. Flackert wieder hoch. Fast. Also ich finde, wir können das als fast gelöscht betrachten. Ja. Okay. Ja, ich denke mal, man hat gesehen, sie funktioniert. Wir können den Tank ja leer machen. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie aus. So, wir sind zurück am Bautisch. Da steht unsere Feuerwehr. Das Feuer ist aus, mehr oder weniger. Aber ich denke, man hat gesehen, das klappt doch ganz gut. Und der Tank, obwohl das nur 75 Milliliter sind, hält doch ganz gut vor. Die Entfernung, ja, ich sag mal, für so ein kleines Teilchen, für so eine kleine Pumpe, denke ich, war auch okay. Die Geschwindigkeit von der Feuerwehr, naja, ich sag mal, ein zweiter XL-Motor wäre nicht verkehrt gewesen. Sie hat doch ein bisschen zu kämpfen gehabt mit dem Gewicht. Aber alles in allem, denke ich mal, ein halbwegs ganz gutes Set. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was haben wir noch? Außer, dass das Feuer zu groß war. Nö, ich denke mal, das war's. Also, unsere erste Reobrix, ich denke, das war soweit okay. Wir werden demnächst nochmal ein Set von Reobrix bringen. Dann können wir ja mal schauen, ob das dann auch so gut, so schlecht, wie auch immer ist. Aber das wird noch ein kleines Weilchen dauern. Ja, und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss. Bleibt gesund zu Hause. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.